Der Kinocast. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Kinocast. Hallo Kate. Hallo Erik. Hallo Chris. Moin. Ah, Chris klingt gleich viel schneller, weil er jetzt einen viel schnelleren Rechner hat jetzt. Natürlich, alles viel schneller. Selbst gebaut hier. Schneller, besser. Und wir kommen auch ganz schnell zu den Filmen, die wir gesehen haben, denn wir sind ja hier der Kinocast und unsere Heimsneak diese Woche hat die Kate diesmal ausgesucht, war der Film The Lovebirds, die Turteltauben, ein neu erschienener Film auf Netflix mit Kumail Nanjiani, den man kennen könnte aus der Serie Silicon Valley, und Issa Rae spielt die weibliche Hauptrolle. Und die beiden sind diese besagten Turteltauben. Wir sehen eine kurze Szene, wo die sich kennenlernen. Das ist so ganz, ganz nett und romantisch gemacht. Und dann springt der Film 5 Jahre oder so? 4. 4, okay. 4 Jahre. 4 Jahre nach vorn. Und in der Beziehung haben sich schon einige Sachen eingeschlichen. Es läuft nicht mehr ganz so, die Witze kommen nicht mehr ganz so an und ja, man lebt so vor sich her. Er ist ein Dokumentarfilmregisseur, der gerade sein neues Projekt schneidet und sich da in sein Arbeitszimmer immer hineinbegibt, und sie möchte halt schon noch mal ein bisschen rausgehen, irgendwie ins Nachtleben genießen, und das klappt alles nicht mehr ganz so. Und ja, sie kommen nicht mehr ganz so richtig so auf den Nenner. Also sind gar nicht mehr so die Turteltauben, die sie am Anfang waren. Und als sie ihn aber doch mal überreden kann, einen Ausflug zu machen in so eine Bar. Die wollen zu ihren Freunden, genau. Da ist irgendwie eine Feier angesagt. Und sie nehmen sich sie fahren mit ihrem Auto und plötzlich in einer abgelenkten Situation kommt plötzlich ein Fahrradfahrer von der Seite und irgendwie boom, knallt bei denen auf die Frontscheibe drauf und liegt da erstmal da und ist irgendwie völlig perplex, und die beiden natürlich auch, weil die haben sich gerade gestritten im Auto, weil sie waren gerade so halb am Schluss machen, und dann sitzen sie völlig verdattert im Auto, überlegen, was sie jetzt machen. Springt ein Typ zu denen ins Auto rein und sagt, ja, ich bin hier Polizist, das ist hier ein flüchtiger Verbrecher, auf geht's, und er übernimmt das Steuer und jagt dem Fahrradfahrer hinterher, bis er den in der Gasse stellt, und er überfährt ihn dann in der Gasse, und die anderen beiden sind völlig perplex, was der Polizist da jetzt veranstaltet, und fährt dann wirklich noch vor, zurück, da drüber, und steigt dann irgendwann aus und ja, verschwindet dann halt auch, und die beiden sitzen in diesem Auto, die Leiche von dem Fahrradfahrer liegt vor ihrem Auto, und es kommen dann natürlich auch Leute plötzlich, und sie werden verdächtigt jetzt erstmal von diesen Personen, die da gleich sind und gleich ihre Handys zücken, denken natürlich, okay, die waren das. Sie wissen aber ja selber beide, dass sie es nicht waren, und sie entsprechen aber, also er ist, glaube ich, Pakistani, und sie hat auch eine dunklere Hautfarbe, und ja, sie entsprechen natürlich so dem typischen Klischee eines Verbrechers in den USA, die es ganz schwer haben irgendwo vor der Justiz, und beschließen dann erstmal irgendwo unterzutauchen, und und auf diesem Weg dieses Untertauchens versuchen auch die vielleicht herauszufinden, wer das war, und sie haben auch dem sein Handy von dem Radfahrer und noch so ein paar Hinweise gesammelt, und sie versuchen dann rauszufinden, wer das war, und da gibt es auch einen Treffpunkt, wo er sich mit einer gewissen Edie treffen wollte, zu dem begeben sie sich dann, um vielleicht rauszufinden, okay, wer ist denn das, was war da, was hat er gemacht, um vielleicht ja rauszufinden, wer war der Mörder von dem, um selber sich reinzuwaschen, und dann beginnt so diese, also der Film umschließt quasi fast ungefähr einen Tag, glaube ich, in der Zeit, die er so darstellt, und da machen die natürlich alles Mögliche mit so in diesem Nachtleben. Sie stoßen dann auf so eine Verschwörung und
ja, kommen vielleicht sich selbst auch wieder als Paar wieder ein bisschen näher, weil sie ja mal wieder ein bisschen Zeit miteinander verbringen und jeder sieht, wie der andere reagiert und jeder erfährt auch ein bisschen was von dem anderen über jemanden, über andere Personen, was derjenige von ihm denkt und so. Ja, ja, ich glaube, ich habe nichts Wesentliches vergessen, oder? Nein. Ich steige gleich mal ein hier. Ihr könnt ja dann ein paar die Bälle aufgreifen. Ich fand, obwohl ich den Hauptdarsteller sehr mag, als Sidekick in Silicon Valley, und sie kannte ich jetzt nicht, aber die ist, glaube ich, auch relativ bekannt irgendwo und diverse Rollen irgendwo. Ich fand aber, dass die beiden alle beide keine Hauptdarsteller sind. Die tragen den Film nicht alleine und schon gar nicht, wenn sie zu zweit sind, weil das Einzige, was sie immer gemacht haben, ist parallel gleichzeitig zu reden, aufeinander einzureden oder gleichzeitig auf dritte Personen einzureden. Also der Film hat eigentlich nur dann gut funktioniert, wenn überraschende Sachen passiert sind und irgendwelche anderen Leute dazugekommen sind und da irgendwie sich eine interessante Entwicklung ergeben hat, zum Beispiel, wo die in dieser einen Wohnung sind, ich will es jetzt mal nicht zu sehr verraten, und sie überlegen gerade, was sie machen, mit einmal passiert was völlig Überraschendes und sie müssen mit der Situation klarkommen und genau solche Sachen. Also das war eigentlich ganz charmant, oder mit der Polizei dann so. Das fand ich dann echt lustig, oder auch die Szenen, was das dann für einen Drive gewinnt mit dieser Verschwörung, das fand ich echt nett, aber der Rest des Films, gerade wenn die beiden untereinander waren, waren stellenweise schwer erträglich und ich hatte oft Ausschaltimpulse. Also das kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Ich fand den Film alles in allem charmant. Ja. Ja, sie sind vielleicht nicht die geborenen Hauptdarsteller, aber trotz allem fand ich die Chemie zwischen den beiden ganz gut. Ja. Ich finde, die haben ganz gut zusammengespielt. Ja, dass sie zwar jetzt alleine den Film nicht tragen können und dass da immer wieder jemand auftauchen muss und die Story mehr tragen muss, ist okay. Kann ich aber drüber hinwegsehen, weil ich den Film an sich gut fand. Ich fand ihn schlimm. Also ich habe ihn mir laut dem Trailer schlimmer vorgestellt. Ich habe gedacht, das ist so ein, der muss jetzt aufs Verrecken hin lustig sein, Film. War es aber nicht. Ich fand den, der hatte eine schöne Situationskomik, auch nachvollziehbar, irgendwie schon ein bisschen nachvollziehbare Gründe, warum sie abgehauen sind und nicht zur Polizei und sich nicht der Polizei gestellt haben und so. Das, ja, ich fand den irgendwie nett, den Film. Ich habe das hinterher nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen, welche Szenen ich gut fand. Ich fand manche tatsächlich echt ganz gut. Zum Beispiel, wo die sich das Uber nehmen und der hat aus Versehen eingestellt, dass auch andere Leute mitgenommen werden können auf der Fahrt oder so. Wie gesagt, der Film hat immer dann gut funktioniert, wenn zusätzliche Personen dazugekommen sind. Für mich war das echt schwer erträglich. Chris, wie ging es dir da so? Also, du hast es schon richtig gesagt, von den beiden kann keiner den Film wirklich tragen, von den Darstellern. Ich habe zusätzlich noch das große Problem gehabt, dass die männliche Synchrostimme die Stimme von Howard Wolowitz war. Und stimmt. Und das macht es für mich dann noch komplizierter, also Howard von Big Bang Theory. Und das hat es für mich dann noch schwerer gemacht, weil ein Inder spricht wie Howard. Das hat es für mich völlig verhagelt, den ganzen Film. Weil das hat überhaupt, das ging gar nicht. Und ja, schauspielerisch fand ich es echt so, boah, Leute, wollt ihr wirklich Hauptrollen haben? Und dann müsst ihr ein bisschen mehr leisten. Also es klingt jetzt sehr, sehr von oben herab wahrscheinlich und sehr so klugscheißerisch, aber mich hat das überhaupt nicht abgeholt. Also auch diese Pseudo-Gags, die hätten zünden sollen oder so, haben bei mir nicht wirklich gezündet, so im Nachhinein. Ich habe, glaube ich, das meiste von dem Film wirklich auch schon wieder verdrängt, Gott sei Dank, weil mir fehlt davon nichts und das ist ganz, ganz, ganz komisch. Also, nee. Ja, vielleicht so ein ähnlicher Film, Game Night, der zeigt eigentlich, wie man es besser macht. War ja besser, ja. Ja, ja, der zeigt eigentlich, wie man es besser macht. Hier sind so, der hat aber auch gestandene Schauspielernamen dabei, ja. Etablierte Namen dabei in Game Night und nicht relative Newcomer, also beziehungsweise Sidekicks von Serien, ja, also
das ist halt schon auch nochmal ein Unterschied, denke ich. Mir fallen jetzt auch gerade noch so ein paar lustige Szenen ein, wo die da in diesem, bei dieser Verschwörung, ich will es jetzt mal nicht zu sehr spoilern, in dieser Art theaterartigen Atmosphäre. Ja. Oh. das fand ich schon lustig. War zwar ein bisschen geklaut von Ice White Chat irgendwie, aber es war ja, schon... Ja, aber was sollte denn das? Also es war schon, es war schon lustig. Gerade dann auch, wo es hieß, ja, es ist ein Verräter unter uns. Und so. Ja, also... Oh. Unsäglich. Ja, die Momente, das fand ich wiederum gut. Ne? Es ist irgendwie. Echt, aber ansonsten eher so, ha. Und wenn man überlegt, also der Film hat ja, der hat ja eigentlich einen richtigen Kinostart, der sollte ja ins Kino kommen. Fürs Kino, boah. Also, puh. Ja, aber jetzt mal ganz im Ernst, also gerade auch diese Szene, die war sowas von Banane mit Oh, es sind Verräter! Ha! Weil es kommt ja auch im Trailer kommt die Szene. Oh, die hab ich zum Glück nicht gesehen, ja. Ja, aber so, ha und pa und überhaupt und wie dumm. Also welche Szene ich zum Beispiel sehr, sehr geil fand, war, als die in dem Supermarkt waren und sich die neuen Klamotten gekauft haben. Ja, das war lustig. Und dann mit den Zetteln hinheben an den Kassierer. Noch was das für abgefahrene Klamotten waren. Das sah aus wie Tiger King. Abgesehen davon, aber ich fand das so süß wie, ja, warte mal, hier ist noch ein Zettel und da ist noch ein Zettel dran und so. Statt die einfach zu kaufen und sich dann irgendwo umzuziehen, ziehen sie sich an und gehen dann damit. Also ich fand das wirklich lustig. Ja, die mussten ja relativ schnell die Kleidung wechseln. Und da ist halt nur so ein Drogeriemarkt und da gibt es ja nur irgendwelchen Scheiß. Also da gibt es ja nicht. Ja, schon klar. Aber mir geht es um diese Szene, wo sie eben diese Zettel dann hinheben von an den Klamotten dran. Ja, das fand ich total lustig. Das war so eine richtige Situation. Was dann auch nur lustig ist, wo sie mit diesen Klamotten zu ihren Schickimicki-Freunden dann irgendwann mal kommen. Und die haben so, wow, was ist das? Ja, ey. Und Soundtrack-mäßig fand ich es auch ganz gut. Also waren ganz gute Sachen dabei. Man merkt halt, dass es da wirklich keine AAA-Produktion oder zumindest eine A-Produktion war. 16 Millionen hat er gekostet und sollte ja eigentlich ins Kino kommen. Ja, da lief schon einiges, aber es war halt bei Weitem nicht perfekt und gerade immer dieses, wie soll ich es beschreiben? Es war halt immer, die sind halt immer mit einem Auto von A nach B irgendwo gefahren, von B nach C und von C nach D. Es war halt so Schnitzeljagdprinzip. Also es waren ja eigentlich einzelne Szenen, die teilweise ganz witzig waren, aber immer dann, wenn die dann irgendwo unterwegs waren und irgendwie sich selber angezickt haben, diese Gezicke, das ging mir, und gerade wenn die beide gleichzeitig auf Personen einreden. Also euch das mal aufgefallen, das gab so viele Szenen, die waren nicht witzig. Also, wo sie zum Beispiel dann der Polizistin, er erzählt eine Story, sie erzählt, ja, das war noch Drogen und hahaha, und dann hat sie das vertickt und sie erzählt gleichzeitig auch irgendwas, das ist so nervig, ey. Ja. Ja, also ich hatte einige Ausschaltimpulse, aber ich habe gedacht, ich zieh's durch hier. Das ist ja ein Sneak, geht mir auch nicht raus. Deswegen, von mir bekommt dieser Film The Lovebirds, die Turteltauben, 5,5 von 10 Punkten. Wie sieht's da bei euch aus? Wer jetzt? Ich gebe ihm 7,5. Das ist natürlich eine ganz schöne Hausnummer. Wie sieht es bei euch aus? Ich habe ihm tatsächlich 4 Punkte gegeben, weil so im Nachhinein finde ich ihn immer noch ein bisschen, noch immer unerträglicher. Weiß auch nicht. Ach. Na, also nicht unerträglich ist gemein. Der Film tut keinem wirklich weh, aber... Boah. Übrigens, kleiner Tipp, also ihr, liebe Hörer, ihr sollt ja hier auch was lernen, ne? Hier im Podcast, ne? Nicht einfach so berieseln lassen irgendwo in der Bahn hier. In dem Film gibt es natürlich eine Szene, wo die auch gefangen genommen werden und da so Fesseln dran bekommen. Kleiner Tipp, wenn ihr gefesselt werdet, zum Beispiel mit den Händen hinter dem Rücken zusammen, ja, versucht in dem Moment, wo euch die Fesseln angelegt werden, die Muskeln anzuspannen, dann, also in den Händen auch, dann gewinnt ihr ein bisschen mehr Luft. Das heißt, wenn das bündig dran gemacht wird, genauso wenn ihr so gefesselt werde, dass es irgendwie um die Brust rumgeht oder so, dann in dem Moment einatmen. Dass quasi die Lunge gefüllt ist, dass ihr da mehr Luft habt und ja, dann, wenn ihr
Wenn der Bösewicht weg ist, könnt ihr die Luft dann langsam entweichen lassen aus der Lunge und dann... Ich würde jetzt an der Stelle interessieren, wie viele unserer geschätzten Hörer schon in so einer Situation waren. Man weiß es ja nicht. Ich habe so ein Buch, das Handbuch für die gefährlichsten Orte der Welt. Ich war ja arbeitsmäßig schon in einigen Orten, wo ich gedacht hätte, okay. Und da ist es ganz gut, das so mal irgendwie wenigstens mal gehört zu haben. Was weiß ich, wie macht man Feuer, wenn man irgendwo ist? Was ist das Wichtigste? Und wie kann man sich bei solchen Entführungssachen... Auf welche Anzeichen sollte man achten? Was sollte man meiden? Ja. Aber gut, dann werfen wir doch mal einen Blick auf die Sneak Preview der nächsten Woche. Hast du da einen Tipp für uns, Chris? Ja, wir sind ja immer noch in der Heimsneak. Ja, ja. Leider immer noch in der Heimsneak. Wir hoffen ja jetzt drauf, dass es jetzt irgendwann mal wieder im Juni vielleicht losgeht mit irgendwas Kinomäßiges, Sneakmäßiges. Da kommen auch ein paar coole Sachen ins Kino. Aber wir haben uns jetzt nochmal umgeschaut bei Kino on Demand, weil die Kinos damit ja direkt auch unterstützt werden. Und sind hängen geblieben bei A Rainy Day in New York. Das ist aus dem Jahr 2019, der lief nicht bei uns in der Sneak. Ein Film von Woody Allen mit Timothy Chalamet, Elle Fanning, Selena Gomez, Jude Law, Diego Luna, Liev Schreiber. Und ja, ist eine Liebesfilmkomödie. Sind mal gespannt, was das so kann. Also ich hatte irgendwann mal den Zugang gefunden zu Woody Allen Filmen. Das war der Film Manhattan. Ein in Schwarz-Weiß gedrehter Film. Und ich hatte den damals auf dem ZDF irgendwann in der Nacht geguckt gehabt. Erst dachte ich, was ist das für ein seltsamer Film? Und dann habe ich gedacht, boah, ist der großartig. Und seitdem habe ich irgendwie die Woody Allen Filme, also die schwanken ja, also bei mir in meiner Wahrnehmung, schwanken die ja immer zwischen absolut genial und ja, kann man gucken. Also da ist jetzt wirklich keiner dabei, wo ich dachte, boah, was ist das für ein Scheiß oder so. Deswegen, ich freue mich drauf, ich kenne den noch gar nicht. Letzte, den ich gesehen habe, war glaube ich Midnight in Paris oder so. Der war auch sehr schön. Freue ich mich drauf. Rainy Day, oh, fehlt noch ein Y bei mir, ich habe mich vertippt. Rainy Day in New York, ja, ansonsten, liebes Kino, wenn ihr das hört, ich denke mal, Chris, Kate und ich, oder im Moment die Dame zuerst, Kate, Chris und ich, wir wären ja auch gerne bereit, sag ich mal, ganz alleine in der Sneak, also wenn ihr uns da einen Film zeigt, also wir setzen uns da mit genügend Abstand hin und so. Also, das geht auch, ja, auch mit Mundschutz und mit allem, was da so... finde ich ist. Also das müsste ja eigentlich machbar sein, wenn man einfach sagt, man lässt da ein paar Sitze zwischendrin frei und setzt sie so quasi diagonal, dass nicht der Hintermann dir ins Genick atmet oder so. Müsste es eigentlich machbar sein, oder? Dass wenigstens zwar nicht voll besetztes Haus, da muss man halt rechtzeitig reservieren. Denk mal, da werden ja, die hoffentlich, ich will mal wieder ins Kino hier, das kann ja wohl nicht wahr sein. Heimkino. Ja, also nächste Woche, Rainy Day in New York, und wir kommen in den Bereich Heimkino. Heimkino. Da habe ich einen Film auf Sky geguckt, von dem habe ich Chris schon berichtet, und meine Kurzzusammenfassung war, der Film ist ja mit Nicolas Cage, und Nicolas Cage hat ja so die Tendenz, wenn er mehrere Skripte zur Auswahl hat, nimmt er immer das, was am meisten scheiße ist. Und deswegen, ich habe ja Mut zum Trash, und der lief auf Sky, da bezahle ich ja, also das habe ich ja eh schon bezahlt, also kann ich auch mal gucken. Und ich habe den Film geschaut, der heißt A Score to Settle. Von dem hatte ich vorher noch nie irgendwas gehört gehabt. Noch nie. Und ich sehe, Nicolas Cage, okay, noch nie was gehört. Okay, das klingt nach Trash. Mal gucken. Also der Film ist von Sean Koo, der, ich nehme an, Koreaner ist oder so, ich weiß jetzt gar nicht. Und in dem Film spielte Nicolas Cage einen Mann, der lange im Knast gesessen hat. Und er kommt aus dem Knast, erste Szene des Films, und hat eine wahnsinnige Menge Geld. Und wir erfahren dann auch später, dass er für so ein mafiöses Kartell ist er quasi für seinen Paten, nenne ich es jetzt mal, der hat eigentlich den Mord verübt. Also der hat jemand wirklich auf übelste Weise mit einem Baseballschläger vermöbelt, dass der gestorben ist. Und der Nicolas Cage, der war damals noch jung,
der hat quasi den, er hat gesagt, er war es und ist dafür eingewandert. Und ihm wurde eigentlich gesagt, wir haben hier einen guten Anwalt hier von der Mafia und du sitzt da irgendwie 5, 6 Jahre oder sowas und dann kommst du wieder raus und wenn du das für den Chef machst, dann kriegst du irgendwie, weiß nicht, $250.000 oder $500.000, weiß nicht, ganz viel Geld irgendwie. Und er hat sich darauf eingelassen. Blöd war nur, dass es doch nicht so geklappt hat, dass das Gerichtsverfahren ein bisschen schlecht lief für ihn. Und er musste wirklich irgendwie einmal lebenslänglich absetzen und ist dann aber nach 19 Jahren vorzeitig rausgekommen. Also lebenslänglich ist ja 25 Jahre. Und ist vorzeitig rausgekommen, hat halt jetzt das Geld. Und die Mafia hatte vorher versprochen, dass sie sich auch um seine Frau und sein Kind kümmern. Und das ist aber in der Zeit nicht so richtig gut passiert. Also die Frau ist auch gestorben und deswegen will er auch Rache üben an diesem Kartell. Er versucht dann halt die Leute ausfindig zu machen, die damals mit involviert waren in diesen Mordfall und begibt sich dann quasi auf seine blutige Fährte. Allerdings ist das jetzt nicht so ein typischer Rachefilm, was weiß ich, John Wick oder irgend sowas, wenn ich es jetzt mal, sondern da ist einige Story drin, finde ich. Da ist sehr viel Ermittlungsarbeit drin von ihm. Er trifft viele ältere Freunde wieder, auch teilweise ganz nette Nebendarsteller, die man da sieht, die man schon in anderen Filmen gesehen hat. Er weiß halt nicht so richtig genau, was in der Zwischenzeit alles passiert ist. Und er bekommt dann halt nach und nach so das vollständige Bild, was dann mittlerweile alles so passiert ist. Und wir begleiten ihn halt auf dieser Reise. Und der Film ist echt gar nicht mal so schlecht. Er hat zwar hier bei Moviepilot 4,8 von 10. Also das kann ich nicht unterstützen. Also der ist schon besser. Da haben vielleicht manche abgestimmt, die ihn gar nicht gesehen haben. Das ist doch einer der etwas besseren Nicolas Cage-Filme. Hat mal wieder vielleicht daneben gegriffen, hat nicht das schlechteste Skript erwischt, sondern hier mal eins, was auch ein bisschen zu ihm passt und von der Art her. Und ich gebe dem Film 6,5 von 10. Den kann man sich durchaus mal gucken. Gibt es jetzt auf Sky. Kann ich euch empfehlen, hier auf diesem Sky Premiere oder wie der heißt, ne? Also wo jetzt die neuen Sachen laufen. Guckt den ruhig mal an. Also das ist stellenweise ziemlich brutal, muss ich auch sagen. Also eine kleine Warnung, ne? wer das nicht ab kann. Also für die Hörer jetzt, ihr könnt ja alles ab. Das weiß ich ja. A Score to Settle mit Nicolas Cage. Einer der nicht scheißen Nicolas Cage-Filme. So, Chris hat noch was geguckt hier. Das hat man, glaube ich, vor längerer Zeit schon mal besprochen. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, hattest du denn gebracht? Ich hatte jetzt mal kurz dann Zeit, dir nicht mehr anzuschauen. Spencer Confidential. Gott. Wie heißt der? Marky Mark da? Mark Wahlberg. Mark Wahlberg, vielen Dank, ja. Ich mach's ganz kurz. Ich fand ihn ganz cool, ganz nett gemacht. Ein paar Storyholes, die extrem waren. Ich habe zum Beispiel nicht gerafft, warum am Ende beide im Krankenhaus lagen nebeneinander. Da habe ich vielleicht auch irgendwas verpasst, keine Ahnung. Aber ansonsten ganz cooler Film, ganz nett anzuschauen. Auf Netflix gibt's den. Ich gebe ihm 6 von 10 Punkte, weil für so einen Actionfilm mit so ein paar coolen Sprüchen und ein paar guten Szenen ist es echt was. Dafür ist er echt tauglich. Übrigens, der kommt ja auch aus dem Knast, ne? Und will die Verschwörung aufdecken. Ja, aber er ist ja ein Polizist, der in den Knast kommt. Diese Parallele, ne? Ach Mensch, haben wir schnell abgehakt. Dann kann ich auch noch was schnell abhaken. Ich habe S Kapitel 2 geschaut. Das habt ihr, das lief jetzt auch auf Sky. Das hatte ich ja tatsächlich noch nicht gesehen, weil ich habe auch ein bisschen, ich war ja nicht im Kino, ihr wart ja da im Kino damals. Den ersten Teil, den haben wir ja ziemlich abgefeiert, der lief ja sogar in der Sneak Preview, also Wahnsinn, ey, Top-Film in der Sneak Preview. Ihr hattet den ja dann im Kino gesehen, da konnte ich aber irgendwie nicht, ich glaube, wir waren da im Urlaub, deswegen, das war, glaube ich, die Folge nach dem Urlaub am 8. September 2019. Ja, irgendwie sowas war. Habt ihr drüber gesprochen und ihr fandet den ja auch so ganz okay oder so, also war jetzt, Kate hat 8 Punkte gegeben. Chris hat 7 Punkte gegeben. Ich fand ihn auch bei Weitem nicht so gut wie den ersten Teil. Ich fand die Story, die war so sehr fragmentiert, fand ich. Während beim ersten Teil alles irgendwie relativ stringent durcherzählt ist, wo man
wirklich so nachvollziehen kann, okay, wer ist jetzt wo, wer macht jetzt gerade was, auch wo die sich dann mal aufgetrennt haben, hier war es alles ein Riesenkuddelmuddel und dann dieser Showdown, oh, der hat mich einfach nur noch genervt, es war einfach, ja, das noch und ah, jetzt haben wir doch noch nicht besiegt, ja, komm, doch das und dann da noch und boah, ach nee, das war irgendwie, oh, das hat mich dann sehr ermüdet, diese ganze, ja, dieser ganze Bombast, den die da noch versucht haben reinzupacken. Und ich muss auch sagen, es gab ja in dem Kapitel 2 auch Szenen mit den Darstellern aus Kapitel 1, mit den jungen Darstellern. Und ich fand die jungen Darsteller wesentlich besser aus Kapitel 1 oder insgesamt ja Kapitel 1. Die Darstellung von den, von den jungen Darstellern fand ich wesentlich besser als jetzt hier die Älteren, die aber allesamt ja gestandene Schauspieler sind. Aber die haben einfach so diese Angst auch so nicht so richtig transportiert, fand ich. Also die waren alle so, ja, irgendwie der eine hatte zwar ein bisschen, aber irgendwie, naja. Ja, also so richtig Grusel kam bei mir nicht auf, was beim ersten Teil aber schon aufkam. Also ich glaube, ich gebe da auch nur so 7 Punkte. Ja. Ja, aber trotzdem, also Pennywise ist trotzdem ganz cool gemacht. 4 Stunden Brett, ey. Boah, also Leute. Oder? Das ging doch irgendwie so ewig lang. Also ich habe den auch, glaube ich, in 2 Etappen geguckt. Ich habe den nicht auf einmal durch. Vielleicht war das auch der Fehler. Naja. Mit Pinkelpause. Mit mehreren, schätze ich mal. Ja. Oh. Du schätzt, du weißt es nicht. Na, nee, weil wenn ich hier unten was gucke, dann habe ich meistens hier eine Flasche Wasser stehen und dann züffle ich die so nach und nach weg. Und dann naja, anderes Thema. Wir haben tatsächlich mal, weil wir jetzt heute nicht so viele neue Filme hatten, haben wir mal eine alte Rubrik wieder ausgekramt, die wir eigentlich erst wieder machen wollten, wenn es regulär wieder weitergeht. Aber wir sprechen mal über eine Serie, die wir tatsächlich alle geguckt haben. Alle gut was? Serien. Ja, und weil das doch mal eine kleine Besonderheit ist, sprechen wir nochmal über die Serie The Upload. Oder nur Upload, ja. Nee, ich glaube nur Upload. Ja. Glaub ich, nur Upload. Die Kate hatte uns ja empfohlen. Ja. Willst du sie zusammenfassen oder soll ich mich versuchen? Da? Ich kann es gern machen. Okay. Ja. Upload ist eine Amazon-Serie oder eine Serie, die es jetzt bei Amazon gibt, aus, glaube ich, 10 Episoden besteht. Und es geht grundsätzlich darum, dass wenn man stirbt, kann man sein Bewusstsein speichern, quasi auf eine Festplatte und uploaden. Und zwar in verschiedene mögliche Heavens, heißt es. Und da gibt es natürlich ganz einfache, wo du irgendwie nur von Tag zu Tag irgendwie leben musst, um das ganz günstigste Modell quasi. Und es gibt halt immer mehr. Also gibt es auch irgendwie in der Savanne oder in einer Art Vegas oder eben in Lakeview. Worum es hier bei uns geht, ist, dass ein junger Mann hat einen Autounfall, was seltsam ist, weil Autos dort sind selbstfahrend und eigentlich passieren da keine Unfälle. Aber er stirbt bei einem Autounfall und wird von seiner Freundin hochgeladen. Also die bezahlt diesen Upload in Lakeview. Und er muss sich da jetzt ein bisschen zurechtfinden, weil er ist ja aus seinem Leben gerissen worden als junger Mann und ist quasi unter der Fuchtel seiner noch lebenden Freundin, die das Ganze bezahlt. Und es ist alles nicht ganz so einfach für ihn. Und ihm fehlen Erinnerungen. Das ist das Schlimmste an der ganzen Sache. Irgendwas ist gar nicht ganz koscher, weil bestimmte Sachen, an die kann er sich nicht erinnern. Oder ist halt die Frage, ist beim Upload was schiefgegangen oder. Und im Upload, wenn man im Upload ist, beziehungsweise in seinem Heaven ist, hat man auch einen Engel, der einem zur Seite steht und ihm einem hilft und mit dem man sprechen kann. Und er freundet sich mit seinem Engel an. Und ja, ich weiß jetzt nicht, wie weit wir noch in die Tiefe gehen können, weil es gibt ja noch ziemlich viele Wendungen und Drehungen. Sollen wir das mit dem Engel noch ein bisschen erklären? Also wie so ein Callcenter-Agent, also hier so eine genau. Frau, die Nora, und die kann halt quasi das wie so ein Videobild sehen, was da passiert, was die da so tun und treiben, und kann halt auch eingreifen und kann sich auch reinbeamen in diese Welt und kann quasi in Person mit ihm sprechen und so. Ja, ja. Die haben so einen eigenen Avatar, den sie aufgrund ihres eigenen Bildes erstellen. Können sie natürlich noch anpassen und ja.
Es gibt da noch andere Feedback-Möglichkeiten. Also der interessante Fakt ist dann hier, dass die Leute, die in diesem Upload sind, in diesen Heavens, die können quasi auch so ein Fenster in die reale Welt haben, können zum Beispiel ihre eigenen Beerdigungen beiwohnen, ja, oder können mit anderen Leuten in Kontakt treten aus der realen Welt. Können auch telefonieren. Durch Telefonanrufe, genau. Das einzige Problem ist hier, dass alles, was da drin ist, muss halt auch bezahlt werden. Das heißt, das muss halt dann, die Hinterbliebenen müssen das halt bezahlen, und wenn das nicht bezahlt wird, das sind so eine Art In-Game-Käufe oder In-App-Käufe, ja, dann hast du halt dann nichts mehr. Da gibt es dann auch verschiedene Hierarchien und Kasten und so, die dann teilweise nur irgendwie eine ganz geringe Bandbreite bekommen, zur Verfügung gestellt bekommen, wo dann wirklich fast gar nichts passiert, und dann auch so noch so eine gesellschaftliche Komponente. Und er, wo er gelandet ist, den geht es halt relativ gut, weil seine Freundin, die ist ganz gut situiert und die hat dafür ganz ordentlich gesorgt, aber es deuten sich da schon Probleme am Horizont an, und ja, er will natürlich auch rausfinden. Ich finde das alles auch ein bisschen verzwickter, weil da hast du ja ihn, der da diese Software entwickelt hat, seinen besten Kumpel und Geschäftspartner, der irgendwo ja irgendwie mit drin hängt oder doch nicht oder wie und was, dann seine Freundin, die zahlt, die mit ihrer Familie da drin hängt, aber irgendwie anders auch wieder. Es sind ganz arg viele verschiedene Punkte, wo einfach da angesprochen werden oder wo wohl auch herausgefordert werden in der Serie. Und das finde ich ganz arg spannend, weil da steckt so viel mehr dahinter, was da wirklich passiert ist. Und dann gibt es noch eine Privatdetektivin, die ja auch da ein bisschen rum forscht und cool. Schaut. Ja, die ist geil. Ja. Aber auch da ist da, was der ihre Aufgabe ist und wie weit, das ist auch noch nicht ganz deutlich geklärt. Das waren jetzt 10 Folgen, und das sind so viele Fragen offen. Also ich finde, das sind brutal viele Fragen offen. Da müssen sie mindestens im Mund noch 30 Stück nachlegen, damit das mal geklärt wird. Was ich extrem genial finde bei der Serie, ist, dass sie einfach konsequent durchgedacht ist. Also sie hat sich ihre Welt gebaut, sagt, okay, so und so ist das jetzt und so funktioniert das. Und das wird auch durch alle Bereiche eben durchgezogen. Also es ist jetzt nicht so, dass du sagst, na gut, das kann aber jetzt hier nicht funktionieren. Und wieso machen die das nicht so? Weil das müsste doch funktionieren jetzt bei denen. Sondern es ist wirklich sowas von konsequent durch. Da war nie irgendwo, wo du gedacht hast, das kann jetzt eigentlich nicht gehen oder so. Also es war wirklich, fand das echt gut, ne? Auch so diese ganzen, ja, die haben halt, glaube ich, auch so viel Spaß gehabt, diese Set-Designer und diese ganzen Special-Effects-Leute, die an der Serie gearbeitet haben, dann einfach auch mal irgendwie Sachen zu machen, einfach weil sie gehen, ja, weil du sie machen kannst, ja. So, hey, ja, guck mal, wir können übrigens das machen, so. Ja, wenn man hier übrigens Bilder malen will, ne, nimmt man einfach das, den Ausschnitt raus und legt den auf das Bild und so. Ja. Ja. Oder dann auch, wo das Frühstück beendet ist oder so, dass dann auch so Glitches gibt. Ich fand das so schön durchdacht, wirklich so ein rundes Ding, ja, einfach. Und auch das Spiel mit dem Markennamen, ne? Ja. wovon ich in der Serie extrem Fan bin, ist, abgesehen von den ganzen Charakteren, die ich sehr gut finde, ist dieser rothaarige, in Anführungsstrichen, Butler, den es quasi 10.000 Mal gibt in der ganzen Welt, in diesem ganzen Heaven, und der verschiedene Jobs hat. Also zwischen von Butler über Koch über, keine Ahnung, ich weiß nicht, was der da alles macht, Golfcaddy, ja. Es ist immer das gleiche Gesicht, und ich finde diese Rolle unfassbar witzig. Also dem sein Gesicht wird dann auch immer so mechanisch lacht, also wenn er die Leute so angrinst und so. Ich glaube, dass es mega viel Spaß gemacht hat, dem Schauspieler diese ganzen verschiedenen Varianten seiner verschiedenen Arbeiten oder Jobs zu verkörpern. Ich finde, das ist eine sehr wie sagt man da, Da geht ein bisschen unter, sonst. Oder? Ja, der geht so ein bisschen unter, sonst so, aber hat eigentlich eine der geilsten Rollen, meiner Meinung nach. Ja. Ja, oder noch mit der Schwarz-Weiß-Frau oder so. Da sind so viele. Das ist auch cool. Coole Sachen da drin. Aber dann auch eben diese gesellschaftliche Komponente, die da mit drin ist. Das fand ich halt auch. Ja. Wird ja dann auch thematisiert. Und also die Serie hat wahnsinnig viel Potenzial. Also gerade. Also was man da alles auch machen kann und wie das funktionieren kann und was das so für Einflüsse auf die Gesellschaft haben kann und sowas. Also da kann man so viel noch machen. Also ich hoffe sehr,
dass sie dann irgendwie, also die Serie bekommt ja durchweg nur gute Bewertungen. Also ich hoffe auch sehr, dass es dann irgendwie noch weitergeht. Und hier steht ja schon da, Season 2 steht bei IMDb schon. Nur noch mal. Ist offensichtlich schon eine zweite Season angekündigt, sonst hätten die das nicht da angelegt. Ja, okay, ja. Sehr gut. Cool. Ja, Hauptfigur übrigens Robbie Amell, der ja der Cousin von Stephen Amell ist, der den Arrow spielt zum Beispiel. Jetzt weiß ich, warum der mir so bekannt vorkommt. Ja, die sehen sich ein bisschen ähnlich, ja. Ach, ja, genau. Übel. Jo, ansonsten die anderen waren eigentlich mehr oder weniger jetzt nicht so wahnsinnig bekannt, die da sonst mit der Seine Chris Mutter Williams kennt vielleicht man noch. Auch. Die hat man diversen, ja, die Mutter Elizabeth Bowen. Ja. Die kennt man schon aus anderen Serien, ja. Ja, also wahnsinnig viel. Ich muss euch nachher im Nachgang noch was sagen. Das wäre ein Spoiler für alle Hörer, deswegen muss ich mir das mal noch aufheben. Ja. Okay. Also absolute Schauempfehlung. Ja, definitiv. Upload. Auf Amazon Prime. Ja, Upload. Gucken. Ja. Gucken, unbedingt. Kann man auf Deutsch gucken. Ich habe es auf Deutsch laufen gehabt. Ich habe es auch auf Deutsch gucken. Alrighty, dann gucken wir mal mit den Musiktipps hier, so, was wir da so haben. Music. Mein Musiktipp für diese Woche ist, Tatwaffe hat endlich mal wieder einen Song rausgehauen und das ist ein richtiges Brett, ey, der richtig mit politischer Aussage und so. Ich habe es auch auf meinen diversen Social-Media-Kanälen schon geteilt und so, und der Track heißt Nur zusammen und beschäftigt sich mit der aktuellen Situation in Deutschland, und hätte ich von Tatwaffe jetzt gar nicht so in die Fresse erwartet, wie es kommt. Ist ein bisschen subtiler formuliert auch bei ihm. Aber echt gut. Muss ich mal unbedingt anhören. Auch sehr fett produziert. Hammerding, ey. Ich glaube, ich hole mir dann auch wieder die nächste CD, die da kommt. Ja. Okay, ich muss adressieren. Chris, was hast du? Ja, klar, immer adressieren. Weil du weißt, die Höflichkeit gewährt, dass ich ruhig bin. Ich habe von Churches Never Say Die. Ist das ein U oder ein V? Muss man sich das mit. Das tatsächlich ein V. Okay, dann. Also, ich nehme an, dass es als Churches ausgesprochen wird, weil Churches ist ein bisschen komisch. Vielleicht ist eine Abkürzung für irgendwas. Ken. Oh, nee, ich weiß nicht. Ja, Kate, was hast du? Ich habe Vanessa Carlton, A Thousand Miles. Ist das ein Remake oder wie heißt das ja von dem alten Song, A Thousand Miles, oder ist das Ich habe keine Ahnung. Gab es irgend so ein Oldie? So, Thousand Miles? Ich glaube nicht. Nee. I would walk 500 miles. Das ist, noch das ist 500 miles. Das ist das aus How I Met Your Mother oder was in da im Auto feststeckt. So, jetzt suche ich erstmal Churches. Never. Gucken, ob ich das finde. Ah ja, hier ist es. So, draufpacken. Also, liebe Hörer, ihr könnt das anhören, indem ihr auf Spotify geht, wo ihr vielleicht sogar ja diesen Podcast hört. Es werden ja immer mehr auf Spotify. Und sucht einfach nach der Playlist, die da heißt Kinocast Songs. Und dann bekommt ihr jede Woche so ungefähr 3 neue Songs von uns, die so ein bisschen unseren jeweiligen Geschmack reflektieren. Und dann habt ihr eine bunte Mischung, würde ich mal sagen. Achso, Vanessa Carlton, 1000, hier ist es. Also das Cover sieht ja sehr volksmusikig aus hier, aber das muss nichts heißen. Okay, dann kommen wir zur Rätselecke, da bin ich ja diesmal dran. Oh je. Rätselecke. So, ich hatte letzte Woche schon angekündigt, das hat was mit Galaxy Quest zu tun. Und ihr müsst durch Ja-Nein-Fragen versuchen, hinter das Geheimnis zu kommen, ja, was ich jetzt gleich, oder hinter das Rätsel zu kommen, ja. Machen wir dann am besten immer so lange, bis jemand wer bin ich oder so, wenn jemand ein erstes Nein kassiert, dann ist der andere dran. Also, die Frage lautet: Was führte zu einer Missstimmung zwischen Tim Allen und Sigourney Weaver? Also Tim Allen hat ja die Hauptrolle gespielt bei Galaxy Quest und Sigourney Weaver auch. Am Set von Galaxy Quest. Die waren mal ein Pärchen und haben sich getrennt. Nein, Chris ist dran. Versuch dich da erstmal ranzutasten, bevor du versuchst zu lösen. Hat es was mit einer zwischenmenschlichen Beziehung zu tun? Nein.
Hat es mit Geld zu tun? Nein. Ja, ja, nee, ich sag mal nein, sonst führe ich dich ums falsche Pferde. Hat es was mit der Zeit zu tun, auf der sie im Film zu sehen sind? Nein. Wollt ihr einen kleinen Hinweis haben? Ja. Vielen Dank für das langgezogene wo ich erst mal überlegen muss. Ich so, oh Gott, doch nicht. Also, kleiner Hinweis, als Galaxy Quest gedreht wurde, also Sigourney Weaver hatte ja schon diverse Filme gedreht, die ist ja wirklich ein Star. Und Tim Allen hat ja seine Tim Allen-Comedy da gehabt hier, ne? Hör mal, wer da hämmert. Genau. Ging es um die, wie sagt man dazu, die Attitüden von Stars? Nein. Hat sich Sigourney Weaver vielleicht über Tim Taylor lustig gemacht? Nein. Aber es hat mit den vorigen Jobs zu tun. Es hat, ich gebe mal einen Hinweis, es hat auf jeden Fall was mit den vorigen Jobs zu tun, ja. Aber es hat auch was mit dem Hobby von Tim Allen zu tun. Was war denn Tim Allens Hobby? Ach, du gute Güte. Und ich habe, kurze Anmerkung, ich habe seitdem diverse Male aus Versehen irgendwelche Interviews geschaut auf YouTube und jedes Mal kommt dieses Hobby drin vor bei Tim Allen. Sänger. Er singt gerne. War das eine Frage? Ja, singt er gerne? Nein. Das weiß ich nicht. Kann sein, hat aber nichts mit der Frage zu tun. Jetzt war die Frage, ob das das Hobby ist. Nein. Also ich lese die Frage nochmal vor. Was führte zu einer Missstimmung zwischen Tim Allen und Sigourney Weaver am Set von Galaxy? Ich überlege gerade, weil du sagst ja auch, es hat was mit früher zu tun. Sigourney Weaver, die assoziiere ich, Tim Allen assoziiere ich mit Tim Taylor, den Heimwerkerkönig, klar. Und Al Bonnet, Sigourney Weaver assoziiere ich mit Alien. Hat das vielleicht was mit Alien zu tun? Ja. Haben die sich darüber gestrichen, ob Chris Aliens existieren oder nicht? Chris ist dran. Mann. Hey, ich habe ein Ja bekommen. Mann. Ich habe ein Ja bekommen. Okay, also Tim Allen. Ich habe keine Ahnung, was dem sein Hobby ist. Ey. Ich glaube, du hast ein ähnliches Hobby, aber ist egal. Wahrscheinlich dann Filme schauen. Nein. Ich habe eine Idee. Na dann, du bist dran. Tim Allen fand Alien nicht gut. Nein. Also den Film. Und deswegen hatten die Streit. Nein. Oh. Also Tim Allen fand Alien gut. Und wahrscheinlich findet er auch Sigourney Weaver ganz gut. Ja. Oh Gott, das hat bestimmt irgendwas mit gekränkten Eitelkeit. War der verknallt in sie? Nein. Du bist aber nicht dran. Oh Mann. Der Kate hat die Spielregeln noch nicht so ganz raus. Lass mich überlegen. Alien, klar, und da, und da. Hat er vielleicht irgendwie, wollte er vielleicht, dass sie eine DVD unterschreibt für Alien oder sowas? Und sie hat es dann nicht gemacht und hat rumgezickt oder was weiß ich. Ich sag mal, jein, und du darfst noch mal fragen. Jein, aber ich darf noch mal. Was könnte es mit einem Hobby zu tun haben? Ich will das Hobby wissen, dann das Hobby und was das für Folgen hatte, und dann löse ich auf. Ich habe Idee. Wahrscheinlich sammelt er irgendwelches Fan-Merchandising oder so. Ja, richtig. Richtig. Also, er ist ein totaler Fan von Sigourney Weaver. Und er war total starstruck, also wo er sie zum ersten Mal getroffen hat am Set, ja, obwohl er der Hauptdarsteller ist, ja. Und er hat eine totale Sammelleidenschaft, er sammelt Filmmemorabilia. Also sprich, ja. wenn du auf YouTube guckst, ey, der hat alles. Also der hat den Original R2-D2, der hat ein Laserschwert, ein Originales und alles auch so, alles was irgendwie auf Papier ist, hat er gerahmt und irgendwie hinter Glas und alles. Und er wollte von ihr, dass sie ihm ein paar seiner Alien-Sachen signiert.
Und sie hat alles signiert, aber jeweils mit dem Satz Stolen by Tim Allen, Love, Sigourney Weaver. Oh! Oh, ist das gemein. Which she said made him very upset. Oh. Okay. Ja, fand ich eine nette Sache. Oh, das ist aber nicht nett von ihr. Ah ja, das ist doch... Ist doch trotzdem eine Menge wert dann, wenn das da draufsteht. Dann weiß ja sogar jeder, okay, ja, das hat nicht nur... Ja, aber er hat doch nicht gestohlen. Der hat doch bestimmt Geld dafür ausgegeben. Ja, klar, aber das ist ja der Witz. Aber da weiß jetzt jeder, okay, das ist nicht nur das, was Sigourney Weaver unterschrieben hat, original, sondern das, was auch mal Tim Allen gehört hat, das ist ja sogar noch mehr wert jetzt. Ja. Okay. Ja, das heißt, Chris ist nächste Woche wieder dran. Bin ich gespannt, was du uns aus dem Hut zauberst. Und dann sind wir. Achso, eine kurze Anmerkung noch. Ich habe ja auf kinocast.net auch ein paar kostenlose MP3-Intros und so Musik und sowas für andere Podcaster bereitgestellt. Und hier hat sich mal wieder jemand bei mir gemeldet, der Lennart. Das ist nicht der Lennart, den ich kenne von Runde mit Brustring, sondern ein anderer. Und die haben einen neuen Podcast am Start. Ich habe ihn schon gesucht, aber noch nicht gefunden. Also wahrscheinlich ist es noch ganz, ganz neu. Der heißt Plattenplausch. Ich nehme mal an, die werden über Schallplatten reden. Plattenplausch.de ist die Domain. Die ist aber gerade erst freigeschaltet von Strato. Also da wird bestimmt noch einiges kommen. Und er hat gefragt, ob er so ein Intro nutzen kann. Also hört da mal rein, wenn ihr ein bisschen, ich denke mal, es wird um Schallplatten gehen oder CDs oder so. Hört da mal rein. Ansonsten euch beiden vielen Dank fürs Mitmachen. Bis nächste Woche dann. Tschüss. Ciao. Sehr gerne. Tschüss. Bis bald im Kinocast.